das siehst du doch, ich schreddere. Ja, aber was? Wie, was? Was schredderst du? Du hast doch gesagt, ich soll mal den dreckigen Keller ausmisten. Aber das sind doch alles Texte, die kann man doch noch irgendwo vorlesen. Aber wo soll man das denn vorlesen? Das will doch keiner hören. Wieso? Das ist Muck Rock Berlin von Heiko Stromberg. Der kleine Muck, das ist doch süß. Muck Rock Berlin. Das ist also nicht süß. Woher soll ich das wissen? Das versteht doch keiner. Dann kann man das doch vorlesen in sozialen Einrichtungen, Behindertenwerkstätten oder so. Die verstehen doch sowieso nichts. Bitte. Und was schredderst du jetzt? Wachwandler. Das heißt Schlafwandler. Nein, das heißt Wachwandler. Und um was geht's da? Na, um einen Wachwandler. Das hat sie ja jetzt schon gesagt, aber was passiert da in dem Text? Du weißt schon, Anfang, Mittelteil, Schluss. Da gibt's keinen Schluss. Wie? Da gibt's keinen Schluss. Wo ist der denn? Hast du das mal wieder nicht richtig aufgeräumt? Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du mit dem... Der Text hat kein Ende. Das ist ja schrecklich. Ist der Autor gestorben? Autoren. Es sind 2 Autoren. Eike Frohwein und Ernesto Ernst. Und die sind beide gestorben? Hat ein Unfall oder sowas? Die sind nicht gestorben. Aber du hast doch gesagt, dass das Ende fehlt. Ja, deshalb schreddere ich das ja. Ach so. Oh, lass uns da hingehen. Kalter Kaffee. Aber du trinkst doch keinen Kaffee. Das ist ein Lesezirkel. Und? Gibt's da Kaffee? Nein. Und was ist mit Tee? Da gibt's Bier. Für nur 1 Euro. Und wieso heißt das dann Kalker Kaffee? Weiß ich doch nicht. Und? Gehen wir da jetzt hin? Ich gehe doch nicht auf eine Lesung für Kinder. Wieso für Kinder? Na, da lesen doch die 5 Freunde. Welche 5 Freunde? Also Julian, Dick und Anne, George und... Timmy, der Hund. Was ist denn mit Timmy passiert? Ich wusste nicht, dass der gestorben ist. Das sind die Gründer des Kalker Kaffees. Die 5 Freunde? Nein! Und Timmy ist gestorben? Wo soll das denn stattfinden? Im Bürgerhaus Kalk. Schön! In diesem wunderschönen großen Saal. Mit dieser herrlichen großen Bühne und diesen Säulen und diesem großartigen Holzboden. Im Keller. Was? Die Veranstaltung ist im Keller. Keller. Sag ich doch. Muss der auch ausgemistet werden? Ich gehe doch nicht zu einer Veranstaltung, um noch fremde Keller aufzuräumen. Blödsinn! Und was wird da so gelesen? Also hier, da steht nur, dass das eigene Texte sein müssen. Aha. Also ich könnte da auch was vorlesen. Du schreibst doch gar keine Texte. Aber ich könnte den Einkaufszettel vorlesen. Den schreibe ja immer ich. Aber ich schleppe die Kästen. Darum geht's doch gar nicht. Ich schreibe den Einkaufszettel, also ist das mein Text. Ja, dann liest du den doch vor. Kaffee, Toast und Wurst. Und was für den Durst. Bier, Milch. Nudeln. Saure Sahne sprudelt.
muss heißen Nudeln. Was willst du denn mit einer Nudel? Das nennt man dichterische Freiheit. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum das im Keller stattfindet. Und gehen wir da jetzt hin? Auf keinen Fall. Und was wollen wir sonst heute Abend machen? Ja, du könntest doch Nudeln mit Hackfleisch kochen. Hackfleisch steht aber nicht auf dem Einkaufszettel. Ich bringe sie um. Irgendwann bringe ich sie um.